Bernhard Walter ist früh auf den Beinen. Der SS-Hauptscharführer hat einen Spezialauftrag. Er soll an diesem Tag eine Aktion begleiten, von der kein Außenstehender je erfahren darf. Von seiner Wohnung am Stadtrand von Oświęcim, das die Deutschen Auschwitz nennen, sind es nur wenige Kilometer bis zum Ziel. Vor ihm liegt ein schöner, sonniger Maitag. Zur gleichen Zeit ist das Krematorium 3 im Lagerkomplex Auschwitz-Birkenau schon in Betrieb. Die Häftlinge werden morgens zwischen 4 und 5 geweckt. Um 6 Uhr beginnt die Arbeit. Zum Frühstück gibt es meist nur heiße Brühe. Dario Gabay hat etwas mehr. Er gehört zum sogenannten Sonderkommando. Wir hatten es besser als die anderen. Deswegen haben wir so lange überlebt. Wir hatten genug zu essen. Wir hatten es sauber. Und auch sonst alles. Die kleinen, aber lebenswichtigen Vorteile haben ihren Preis. Vom Schlafraum im Dachgeschoss geht Gabay nur ein paar Stufen hinunter zu den Verbrennungsöfen. Die Männer des Sonderkommandos arbeiten hier fast rund um die Uhr. Eine 12-Stunden-Schicht von 6 Uhr morgens bis abends, die andere in der Nacht. Nach einer Woche wird gewechselt. Schon seit 10 Tagen, seit Mitte Mai 1944, geht das so. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Die Züge rollen unaufhörlich. Auch an diesem Tag erreichen neue Transporte das Lager. Die Transporte, wissen Sie, als die Ungarn kamen, das konnten wir nicht fassen. Es kamen 15.000 am Tag. Eine halbe Million Menschen. Es ist wieder in meinem Kopf. Sie kamen und kamen. 5 Züge mit rund 16.000 Juden aus Ungarn kommen allein am 26. Mai 1944 in Auschwitz an. In einem von ihnen sitzt die 13-jährige Irene. Meinen jüngeren Geschwistern hat man nichts gesagt. Sie saßen ganz nah bei meiner Mutter, wir anderen etwas weiter weg. Uns war klar, dass wir in einer hoffnungslosen Situation gefangen waren. Und das machte uns große Angst. Und doch dachten wir, es könne nicht so schlimm sein, wie es aussieht. Es bleibt immer auch ein Stück Hoffnung. Sie wissen nicht, wo sie hinfahren und was sie erwartet. Alles kam so schnell. Europa im Frühjahr 1944. Noch beherrschen Deutschland und seine Verbündeten, darunter Ungarn, große Teile des Kontinents. Doch die Alliierten sind auf dem Vormarsch. Die Rote Armee steht bereits an der Grenze Ungarns, das über einen Bündniswechsel nachdenkt. Um das zu verhindern, rückt im Frühjahr 1944 die deutsche Wehrmacht in Ungarn ein. Das hat Folgen für die rund 800.000 Juden im Land. Jetzt greift die deutsche Führung auch nach ihnen. Sie will sie ermorden, wie sie es anderswo schon getan hat, aber einen Teil von ihnen zunächst als Arbeitssklaven für die deutsche Rüstungsindustrie ausbeuten. Die Juden im Karpatendorf Batrat, heute Ukraine, sind unter den Ersten, die es trifft. Auch der Holzhändler Meier Vogel muss sich mit seiner Frau Lea und den 6 Kindern zur Abreise bereit machen. Wir erhielten den Befehl, uns am nächsten Morgen mit nichts als einem Koffer zu melden.
Meine Mutter fing sofort an zu backen und zu kochen, als die Anweisung kam. Ich war damals alt genug, daher kann ich mich noch lebhaft an alles erinnern. Meine Eltern packten Sachen in einen Koffer, nahmen sie wieder raus und steckten andere rein, raus und rein, immer wieder. Sie versuchten zu entscheiden, was wirklich wichtig war, was wir Kinder benötigen würden. Ungarische Polizisten leiten die Juden zu Sammelorten, wo sie in Züge verfrachtet werden. Ab Mitte Mai 1944 läuft das sogenannte Sonderaktion Ungarn-Programm auf Hochtouren. Ende Mai informiert ein Telegramm das Auswärtige Amt in Berlin. Bis jetzt seien schon 150.000 Juden aus den Karpaten und Siebenbürgen zum Zielort abgefertigt worden. Dieser Zielort ist Auschwitz. Die Deportierten aber wissen nicht, wohin es geht. Ich hörte die Erwachsenen darüber reden, dass man Juden in Polen angeblich in den Wald gebracht habe, wo sie erschossen und in Massengräbern verscharrt worden seien. Wir hörten das, aber wir glaubten es nicht. Mein Vater schaute nach draußen. Er wusste, wohin die Gleise führten, wo sie zu verschiedenen Orten abzweigten. Auf einmal meldete er, dass der Zug jetzt Richtung Polen fahre. Das war schon wenige Minuten nach der Abfahrt. Danach war absolute Stille im Waggon. Am 26. Mai 1944 erreicht ihr Zug das Lager Auschwitz-Birkenau. Eigens für die Transporte aus Ungarn sind die Bahngleise bis in den Lagerkomplex hinein verlängert worden. So können die Deportierten direkt im Zielort in Empfang genommen werden. Mein Vater schaute raus, als der Zug hielt, und er sagte: Das ist kein Wald. Ich sehe Baracken, Häftlinge in Uniform und Soldaten. Es sieht aus wie ein Arbeitslager. Das ist ein Arbeitslager. Alle waren plötzlich entspannt. Okay, wenn es ein Arbeitslager ist, hörte ich die Erwachsenen sagen, dann arbeiten wir halt. Wir arbeiten, bis der Krieg vorbei ist und sich alles wieder ändert. Wer konnte sich vorstellen, was passieren würde? Undenkbar. No way. Direkt an der Rampe von Auschwitz-Birkenau liegt die sogenannte Blockführerstube. Hier sind SS-Männer tätig, die die Züge in Empfang nehmen. Ein praktischer Ort für Bernhard Walter, um sein Motorrad abzustellen. Von hier sind es nur ein paar Meter ins Zentrum des Geschehens, das er an diesem Tag begleiten soll. Auf der Rampe herrscht am frühen Morgen bereits reges Treiben. Eine Kolonne Juden aus Ungarn wird gerade abgefertigt, wie es im Sprachgebrauch der SS heißt. Eigentlich ist Fotografieren im Lagerbereich streng verboten. Bernhard Walter macht es in diesen Tagen dennoch, ganz offen. Es sind die einzig bekannten Fotos, die ein Vernichtungslager in Aktion zeigen. Warum darf Walter, was andere nicht dürfen? Eine Frage, die den Historiker Stefan Hördler seit Jahren beschäftigt. Er hat Bernhard Walters Fotos und Lebenslauf genau studiert, wie dieser Fotograf in Auschwitz wurde.
Der gelernte Stuckateur aus Fürth tritt im Mai 1933 in die Partei und SS ein, wie sein handgeschriebener Lebenslauf in der SS-Personalakte verrät. Er ist damals 22 Jahre alt und war häufig beschäftigungslos. Bernhard Walter ist ein sogenannter Maikäfer, also die, die erst nach der Machtergreifung, nach der Machtübernahme eintreten, um Teil des Systems zu sein. Es wäre jetzt sehr spekulativ zu sagen, er war besonders überzeugt oder hat das aus rein opportunistischen Gründen gemacht. Vielleicht war es auch beides. Zumindest hatte Bernhard Walter nicht nur kein Problem, für das System tätig zu sein, sondern er hat für das System mit Kontinuität bis 1945 ein Stück weit, in Anführungsstrichen, alles gegeben. Bernhard Walter meldet sich 1934 freiwillig als Wachmann in Dachau, einem der ersten KZs, die errichtet werden. Die SS und die SA nehmen nach der Machtergreifung Gegner des Regimes willkürlich gefangen und sichern so die Diktatur der Nazis. Bernhard Walter erlebt, wie die SS ganz Deutschland mit einem Netz von Konzentrationslagern überzieht. Er selbst wird mehrfach versetzt. Im Januar 1941 tritt Walter seinen Dienst in Auschwitz an. Der Ort liegt in Oberschlesien, das nach dem Sieg über Polen von Deutschland annektiert wurde. Hier bauen die Deutschen eine ehemalige polnische Kaserne zu einem KZ um. Für Bernhard Walter, nach 7 Jahren in der SS, vertrautes Terrain. Selbst die Inschrift über dem Lagertor, Arbeit macht frei, ist die gleiche wie in seinem ersten Dienstort, dem KZ Dachau. Auf ihn wartet in Auschwitz eine besondere Aufgabe. Nach einem Autounfall mit Schädelbruch kann er nicht mehr als Wachmann arbeiten. Die SS lässt den erfahrenen Mitarbeiter nicht fallen, sondern schult ihn zum Fotografen um. In Auschwitz erhält Bernhard Walter Arbeitsräume in Block 26. Er baut hier als Leiter den sogenannten Erkennungsdienst auf, eine zentrale Stelle der sogenannten politischen Abteilung in allen KZs. Ein angenehmer Job. Die meiste Arbeit erledigen Häftlinge. Außerdem hat Walter noch einen weiteren SS-Fotografen als Untergebenen. Im Erkennungsdienst werden die neuen Häftlinge fotografiert und registriert. Im Falle einer Flucht kann so gezielt nach ihnen gefahndet werden. Wie alle KZs dient Auschwitz zunächst der Einschüchterung der Bevölkerung. Die deutschen Besatzer verhaften willkürlich Angehörige der polnischen Eliten und alle, werden im Erkennungsdienst abgelichtet. Ein Teil der Fotos hängt heute an einer Gedenkwand in Auschwitz. Jedes dieser Gesichter hat eine Geschichte, die mit dem Tod im Lager endet. Walter bringt es in Auschwitz bis zum Hauptscharführer, der zweithöchste Unteroffiziersrang der SS. Dies entspricht einem Oberfeldwebel bei der Wehrmacht. Als Leiter des Erkennungsdienstes genießt er besondere Annehmlichkeiten. Seine Frau und ihr einjähriger Sohn dürfen ihn nach Auschwitz begleiten. Dort werden 2 weitere Kinder geboren, ein Mädchen und ein Junge. Die SS ist im KZ-System bewusst familienfreundlich. Die zentralen Positionen, die in der Lagerorganisation eingesetzt waren, hatten, wenn möglich, Familien am Standort. Und aus Sicht der SS war das immer ein beruhigendes Element, genau diesen Privatrahmen zu haben und dementsprechend diese Balance zwischen, so heißt es ja auch in den SS-Akten, schwerem Dienst und dem Ausgleich im privaten Haus. Bernhard Walter fotografiert nicht nur Häftlinge, auch die SS-Angehörigen selbst.
Er ist als offizieller Lagerfotograf bei Ausflügen und Feiern dabei. Walter kennt alle, die wichtig sind im Lager. Den Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss. Und den SS-Arzt Mengele, der grausame Experimente mit Kindern macht. Der Fotograf hält den Moment fest, wenn das Personal der Gaskammern dem Chef zum Abschied ein Ständchen gibt. Bei allen wichtigen Anlässen begleitet ihn sein Untergebener, SS-Unterscharführer Ernst Hofmann, ein ehemaliger Volksschullehrer mit Leidenschaft fürs Fotografieren. Bei einem Besuch des SS-Chefs Heinrich Himmler im Juli 1942 gerät so Walter selbst ins Bild, während er fotografiert. Der Reichsführer SS hat wichtige Gründe für seinen Besuch. Himmler inspiziert vor allem ein neues Lager, das noch im Bau ist. Es liegt 3 Kilometer entfernt vom bereits bestehenden KZ, das nun Stammlager genannt wird, beim Dorf Pschechinka, das die Deutschen Birkenau nennen. Auschwitz-Birkenau, oder Auschwitz II, wie es genannt wird, hat einen rechteckigen Grundriss, wie ein altes Römerlager, mit 2 sich kreuzenden zentralen Lagerstraßen. Zwischen ihnen liegen Baracken, auch Blöcke genannt, in denen die Häftlinge untergebracht sind. Von ihnen getrennt entsteht eine SS-Kaserne für die Bewacher. Nichts Neues für Himmler, ihn interessiert etwas anderes. Ein ehemaliges Bauernhaus am Rande des Lagers, das sogenannte Weiße Haus. Von ihm sind heute nur noch Fundamente zu sehen. 4 luftdichte Kammern hat Kommandant Höss hier einbauen lassen. Er zeigt Himmler eine neue Methode für den systematischen Mord an allen Juden, den das NS-Regime ein Jahr zuvor begonnen hat. Bislang wurden sie meist erschossen. Im Weißen Haus sterben sie durch das Giftgas Zyklon B. Himmler lässt sich von Höss den gesamten Mordvorgang zeigen, vor versammelter Mannschaft. Zu ihr gehören wohl auch die Fotografen, die diese Fotos machen. Bernhard Walter und Ernst Hofmann. Beide SS-Fotografen begleiten Heinrich Himmler beim Besuch im Juli 1942, über den ganz klar belegt ist, dass er sich den Tötungsvorgang detailliert angesehen hat. Und es ist davon auszugehen, dass die Fotografen natürlich auch dabei waren. Himmler ist beeindruckt. Zudem liegt Auschwitz verkehrsgünstig an wichtigen Bahnstrecken. Andere Vernichtungslager wie Treblinka, Belzec und Sobibor werden nach und nach aufgegeben. Auschwitz bleibt bestehen, wird zur zentralen Mordstätte. Die ungarischen Juden, die ab Mai 1944 deportiert werden, kommen alle nach Auschwitz. Als am 26. Mai 1944 der Transport mit der Familie Vogel eintrifft, hat die SS in Auschwitz-Birkenau bereits 2 Jahre Erfahrung mit Vernichtungstransporten. Doch die Ankunft so vieler Menschen in so kurzer Zeit hat auch Bernhard Walter noch nie erlebt. Über 430.000 Menschen in nur 8 Wochen. Das sogenannte Ungarn-Programm gilt als so bedeutend, dass Walter Fotos macht. Sein Chef will es so. Es ist davon auszugehen, dass der Initiator Rudolf Höss selbst war, der bis 1943 Kommandant von Auschwitz war und im Mai 1944 nach Auschwitz zurückkehrt, um diese Sonderaktion durchzuführen. Und natürlich ist es in seinem Interesse, das auch als eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, die ihn als Experten des Lagerwesens darstellt. Die Fotos, die Walter in diesen Tagen macht, sind offenbar als eine Art Leistungsnachweis gedacht. Höss will sich mit ihnen seinem obersten Chef Heinrich Himmler empfehlen. Die Botschaft: Er hat alles perfekt im Griff.
Die Tür öffnete sich und es war ein Schreien und Rufen. Lasst alles zurück, nehmt nichts mit, lasst alles da. Don't take anything, leave everything behind. Ich erinnere mich, es war noch ziemlich kalt. Und meine Mutter war sehr praktisch veranlagt. Sie behielt selbst jetzt einen klaren Kopf und sagte uns, zieht alles an, was ihr könnt in der kurzen Zeit. Ich zog einen sehr großen Mantel an und ein Kopftuch. Und dann sprangen wir aus dem Zug und ließen alles andere zurück. Nicht immer läuft es so reibungslos, wie es auf diesem Foto wirkt. Augenzeugen berichten von Chaos und Gewalt auf der Rampe. Bernhard Walter hat kein Interesse an Motiven, die den gewünschten Eindruck einer perfekten Abwicklung stören würden. Zahlreiche Bilder, die Bernhard Walter macht, zeigen die Ahnungslosigkeit vieler Ankommender. Also die Menschen sind ja erst einmal froh, aus diesem Waggon rauszukommen, an eine frische Luft zu kommen, vielleicht ihre Verwandten, Bekannten aus den anderen Waggons wiederzusehen. Und sie sehen auf den Fotos teilweise sogar eine Erleichterung in diesen Gesichtern, dass man irgendwo jetzt endlich angekommen ist und dass vermeintlich die Tortur zu Ende ist. Einige Fotos macht Walter vom Dach des Zuges. Für das, was jetzt kommt, benötigt er Übersicht. Noch sind die Menschen auf der Plattform ungeordnet. Doch das ändert sich bald. Die SS bringt schnellstmöglich Ordnung in die allgemeine Unruhe. Wir waren alle auf der Plattform, als uns ein weiterer Befehl gegeben wurde. Männer auf die eine Seite, Frauen und Kinder auf die andere Seite. Mein Vater und mein 16-jähriger Bruder stellten sich also mit den anderen Männern in die Reihe neben uns. Die SS teilt die Ankommenden in vier Kolonnen auf. Zwei an der Ostseite der Rampe in Richtung des Tores und zwei an der Westseite, ihnen gegenüber. Alle vier Kolonnen sind auf die Mitte ausgerichtet, die frei bleibt. Dort wird der Zug geteilt, um den Weg in die Lagerstraße B zu öffnen. Dann beginnt die sogenannte Aussortierung. Zuerst sind die Frauen und Kinder an der Westseite der Rampe an der Reihe. So erleben es auch Irene Vogel und ihre Familie. Die Menge bewegte sich nach vorne und wir mit ihr, bis wir schließlich ganz vorne waren. Vor uns standen ein Dutzend Nazi-Soldaten mit Hunden und einer von ihnen hatte einen Stock. Die SS-Männer schlagen mit Spazierstöcken, wenn es ihnen nicht schnell genug geht. SS-Ärzte teilen die Ankommenden auf der Rampe in arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig ein. Alte, Kranke und Kinder gelten grundsätzlich als nicht arbeitsfähig. Meine ältere Schwester war 17. Sie wurde in die eine Richtung gewunken und war weg. Es wurden immer mehrere auf einmal weggeschickt, nie einer allein. Es waren immer 1, 2, 3, dann immer mehr. Meine Mutter ging mit meinen zwei kleinen Brüdern in die andere Richtung und verschwand. Viele folgten ihr, sofort. Ich stand noch in der Reihe und hielt meine jüngere Schwester Edith an der Hand. Sie war 12. Und dann fuhr plötzlich ein Stock zwischen uns. Das letzte Foto von Edith aus besseren Zeiten.
Ich musste dorthin gehen, wohin meine ältere Schwester gegangen war. Und Edith, wohin meine Mutter verschwunden war. In diesem Moment blieb ich an der Seite stehen und dachte, oh mein Gott, meine Mutter ist schon lange weg. Edith wird sie nicht mehr einholen. She's not gonna catch up. Erst über 30 Jahre später sieht Irene Weiß das Foto, auf dem sie sich wiederzuerkennen glaubt. In genau jenem Moment. Not at all. I was standing there. Ich stand dort wie festgewurzelt vor Angst. Ich hatte plötzlich so eine Sorge um Edith. Frightened for her. Wir glaubten ja, dass es ein Arbeitslager ist. Und so sah es ja auch aus. Die Jungen werden separiert, das ergibt Sinn. Sie müssen arbeiten. Alte Menschen und Mütter mit Kindern kommen in ein eigenes Lager. Aber wir werden uns wiedersehen. Aber was wird aus Edith? Meine kleine Schwester wird verloren gehen, denn niemand hat nach unseren Namen gefragt oder wer zu wem gehört. Und plötzlich dachte ich auch, habe ich sie vielleicht nicht fest genug gehalten? Kinder und Mütter zählen zu denen, die in Auschwitz zuerst sterben. Denn die SS verzichtet lieber auf Arbeitskräfte, als Aufruhr zu riskieren, wenn sie die Mütter von den Kindern trennt. Es gibt Befehle, dass Frauen und Männer zu registrieren seien, aber Mütter mit Kindern nicht. Was klar ist, dass das immer eine Kategorie war, die in der Trennung aus Sicht der SS ein Problem darstellte. Weil sie in ihrer Panik oder in dem Auseinanderzehren der Familien Unruhe in den Ablauf von Selektion und Mord brachte, den man unbedingt vermeiden wollte. An der Rampe hat der Fotograf für heute Morgen die Motive, die er wollte. Er bricht auf zur nächsten Station. An mehreren Tagen begleiten Bernhard Walter und der zweite Fotograf von Auschwitz, Ernst Hofmann, die für nicht arbeitsfähig Befundenen auf ihrem letzten Gang. Er führt hier von der Rampe aus durch die Lagerstraße B Richtung Norden. Auch hier machen sie Fotos. Alte, Frauen und Kinder. Aus ihren Gesichtern spricht Sorge, aber keine Verzweiflung. Sie wissen nicht, dass diese Fotos die letzten Zeugnisse ihres Lebens sein werden. Durch die Lagerstraße B sind es rund 1,5 Kilometer zu einem kleinen Wäldchen, das noch innerhalb des umzäunten Lagers liegt. Die Fotos, die hier entstehen, sollen zeigen, wie ruhig alles abläuft. Und wohl auch, dass die hier Abgebildeten im Sinne der SS nicht arbeitsfähig sind. Denn der Leiter der Vernichtungsaktion Höss wird erklären müssen, warum so viele vergast werden, wo Himmler doch dringend nach neuen Zwangsarbeitern für die Rüstungsindustrie verlangt. Dieses Foto zeigt Menschen kurz vor ihrer Ermordung. Sie sind in der Nähe der Gaskammern in einem kleinen Wäldchen und warten darauf, an die Reihe zu kommen. Es ist das Traurigste, was man sich vorstellen kann, dass sie nichts ahnen. Sie sitzen dort und ruhen sich aus. Fühlen die Fotografen kein Mitleid mit den Kindern, die sie direkt anschauen? Bernhard Walter hat selber drei Kinder. Unter den Kameraden ist er beliebt,
wie eine Karikatur aus einem Auschwitzer Freundeskreis zeigt. Er wird in ihr als einer beschrieben, der sich um andere kümmert und zu Späßen aufgelegt ist. Ein ausgezeichneter Gesellschafter und Grimassenschneider. Wie kann ein solcher Mann sich in diese Mordmaschinerie einfügen? Bernhard Walter selbst ist ja bereits seit 1934 als SS-Mann im KZ-System tätig. Also es ist nicht das erste Mal, dass dieser Mann Gewalt sieht oder Mord sieht. Das ist schwer vorstellbar in der heutigen Zeit, aber es ist etwas, was für diese SS-Männer zum Alltag gehörte. Neben der Gewohnheit wirkt auch die NS-Ideologie. Braten stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Seit Jahren schürt die Propaganda Hass gegen die Juden. Wie denken die SS-Täter? Dr. Stefan Hördler war Gutachter in Prozessen gegen einige von ihnen. Auch gegen den einstigen SS-Unterführer und Mitarbeiter der Verwaltung Oskar Gröning, der sich in einer Fernsehdokumentation zu seiner Zeit in Auschwitz bekannte. Und wir waren der festen Überzeugung, das war unsere Weltanschauung, wir Deutschen, wir sind im Grunde genommen betrogen rings von der Welt. Und das ist eine große Verschwörung des Judentums gegen uns. Aber bei den Kindern ist doch eigentlich so spätestens der Punkt erreicht, wo man denkt, die können einem gar nichts getan haben. Wie kommt man damit klar, dass die auch... Die Kinder sind im Moment noch nicht der Feind. Der Feind ist das Blut in ihnen. Der Feind ist das Nachwachsen zu einem Juden, der gefährlich werden kann. Deswegen sind die Kinder mit beinhaltet. In der Rassenideologie des Nationalsozialismus spielt das vermeintliche Blut eine exorbitant wichtige Rolle. Klar, dass biologisch gar nicht nachgewiesen werden kann, was eigentlich der Unterschied quasi des Blutes zwischen einem Juden und einem Nichtjuden sei. Deshalb hat man fast schon was Metaphysisches entwickelt, nämlich das Moment der Rassenseele. Die Rassenseele, die sich im Blut quasi weiter trägt von Generation zu Generation. Und wenn man, das ist die Perspektive natürlich der NS-Führung, wenn man dann das Judentum wirklich auslöschen möchte, muss man es quasi in allen ihren Wurzeln tun. Das bedeutet am Ende das unterschiedslose Ermorden von Männern, Frauen und Kindern. Überzeugte Rassekrieger sehen in den Kindern keine Kinder. Sie sehen den heranwachsenden Feind. Es ist die furchtbarste Konsequenz der Ideologie. Die Täter morden offenbar mit gutem Gewissen. Wir waren keine Menschen für sie. Sie waren die Wachen. Sie allein bestimmen. Sie entscheiden, wer sterben und wer leben wird. Sie waren Barbaren. Aber sie waren nicht dumm. Sie hatten einen Plan. Vom kleinen Wäldchen sind es nur ein paar Schritte zu einer von vier großen Vergasungsstationen, die die SS inzwischen erbaut hat. Von ihnen stehen in Auschwitz-Birkenau nur noch die Grundmauern. Auch vom sogenannten Krematorium 5. Über diese Schwelle gingen die Menschen in den Entkleidungsraum. Haben die Fotografen sie auch hierhin begleitet? Wir sind sehr oft nach Auschwitz gefahren, um sehr genau die Orte zu bestimmen, an denen die SS-Fotografen ihre Fotos aufgenommen haben. Und es gibt Aufnahmen, die direkt aus der Tür des Entkleidungsraums der Gaskammer aufgenommen worden ist. Auch dieses. Eine Frau, die von drei Männern gehalten wird. Der Ort ist eindeutig, denn im Hintergrund ist das gegenüberliegende Krematorium 4 zu sehen. Will sie nicht in das Gebäude gehen, in deren Tür der Fotograf steht? Ahnt sie, was ihr bevorsteht?
Und hier spielt der SS-Fotograf ein Stück weit mit seinem überlegenen Wissen. Denn er weiß, was jetzt kommt. Und mit der Perspektive macht er auch auf dem Foto klar, was als nächster Schritt folgt. Von dem, was folgt, gibt es keine Fotos. Die Abläufe in den neuen Mordanlagen, Krematorium 2 bis 5 genannt, sind bis ins Detail ausgeklügelt. Im Entkleidungsraum müssen sich die Opfer ausziehen, angeblich zum Duschen. Nummerierte Haken an der Wand sind Teil der Täuschung. Die Opfer sollen sich ihre Nummer merken, um die Kleider wiederzufinden. Männer des Sonderkommandos weisen sie ein. Dario Gabay und seine Leidensgenossen sind die Letzten, die die Todgeweihten sehen. Warum warnen sie die Opfer nicht? Wir konnten nicht mit ihnen reden und wir wollten es auch nicht. Die Deutschen hätten uns getötet. Aber viele Leute waren nicht dumm. Sie merkten, dass etwas Merkwürdiges vor sich ging. Dario Gabay ist im Mai 1944 erst seit einem Monat in Auschwitz. Er weiß noch genau, wie er sich bei der Ankunft fühlte, warum sich niemand wehrt. Man hat nicht mehr viele Gefühle übrig. Man hat Angst und denkt, was passieren wird, wird passieren. Man kann nichts dagegen tun. Uns fiel nichts ein, was man tun konnte. Die Deutschen waren sehr hart. Sie ließen niemanden irgendetwas tun. Danach geht es in den angeblichen Duschraum. Die Duschköpfe an der Decke sind Attrappe. Entscheidend sind die umgitterten Käfige, die vom Boden zu einer Luke in der Decke reichen. Es sind Einwurfschächte für das Zyklon B. 236 Quadratmeter misst der Raum. Über 1600 Menschen auf einmal werden hier hineingetrieben. So viele, dass sie sich kaum mehr bewegen können. In diesem Moment merkten sie, dass etwas anderes hier vorging, weil kein Wasser kam. Sie wurden etwas ängstlich. Und wenn dann die Tür geschlossen wurde, hörte man das Kratzen an den Wänden. Ein SS-Mann schüttet das Zyklon B, ein Ungeziefermittel, durch die Dachluke. Aus dem Granulat treten sofort giftige Blausäuredämpfe aus. Es beginnt mit einem stechenden Schmerz im Brustkorb, gefolgt von heftigen Krämpfen, wie bei einem epileptischen Anfall. Das war ein Vorgang, der extrem qualvoll verlaufen ist. Und dieser Prozess, der von vielen selbst SS-Angehörigen im Nachhinein selbstentschuldend auch als, ja, das sei ein Vorgang, der human gewesen sei für die Opfer, anders als Erschießungen, wo man ja nicht sicherstellen kann, dass sie sofort tot sind und andere. Das sind natürlich extrem zynische, ja fast schon bösartige Aussagen, die nichts mit der Realität zu tun hatten. Je weiter die Menschen vom Einwurfschacht entfernt stehen, desto länger dauert ihr Todeskampf. Es dauerte 30 Minuten, dann öffnete der Capo die Tür. Das ist etwas, was jeden, der ein menschliches Wesen ist, tief berührt. Man sieht Menschen, die eine halbe Stunde zuvor noch lebendig waren, und auf einmal liegen sie auf dem Boden, schwarz-blau vom Gas und ineinander verknallt. Wir hatten große Mühe, sie herauszuholen.
und nach oben in die Öfen zu schaffen. Von der Gaskammer sind es nur wenige Meter bis zu den Öfen, wo die Leichen verbrannt werden. Alles ist unter einem Dach. Während des Massenmordes an den Juden aus Ungarn sind die Öfen Tag und Nacht in Betrieb. Über 10.000 Menschen werden allein am 26. Mai 1944 in den 5 Vergasungsstationen von Auschwitz-Birkenau umgebracht. Während ein Teil der Häftlinge des Sonderkommandos die Leichen verbrennt, muss ein anderer die Gaskammer reinigen. Nur so lässt sich die Täuschung bis zum letzten Moment aufrechterhalten. Wenn es vorbei ist, sind die Wände voller Blut und alles. Wir brauchten 2-3 Stunden, um alles sauber zu machen für den nächsten Durchgang. Die Mordtechnik funktioniert nicht immer wie geplant. Die Öfen aller Krematorien sind in diesen Wochen der Massenvernichtung überlastet. Im Mai 1944 werden Leichen auch von der Gaskammer ins Freie gebracht und in offenen Gruben verbrannt. Ein Häftling macht heimlich Fotos aus der Tür des Krematoriums 5. Sie zeigen Männer des Sonderkommandos mit Leichen vor der brennenden Grube. Auch der Vater von Irene Weiß hat hier bis zu seinem Tod gearbeitet. Er war im Sonderkommando für eine sehr kurze Zeit. Das will nicht in meinen Kopf. Ein liebevoller Vater von 6 Kindern, der von zu Hause kam und in die Hölle ging. Wie kann das sein? Es ist unvorstellbar bei einem Mann wie ihm, bei jedem Mann und jeder Frau. Aber wenn man die eigene Familie kennt, ist es einfach unmöglich. Bis heute genießen die Männer des Sonderkommandos unter den Auschwitz-Überlebenden einen zwiespältigen Ruf. Dienten sie dem System der Täter? Hätten sie sich nicht weigern müssen? Die Leute sagen Dinge, die sie nicht sagen sollten, denn sie wissen nichts darüber. Das Einzige, was man tun konnte, war, sich umzubringen. Aber welchen Sinn hätte das gehabt? Alles, an was ich dort denken konnte, war, wie komme ich hier lebend raus, um diese Geschichte zu erzählen? Es gibt nicht mehr viele, die sie erzählen können. Ich bin einer von wenigen. Unweit der Krematorien Nummer 4 und 5 mit ihren Gaskammern und Öfen liegt die sogenannte Zentralsauna, von den Häftlingen auch Badehaus genannt. Sie ist die nächste Station für diejenigen, die auf der Rampe zur Zwangsarbeit selektiert wurden. Sie ahnen nicht, dass ihre Angehörigen gerade in die Gaskammer gegangen sind. Es mag merkwürdig klingen, aber so viel strömte auf mich ein, was fremd und erschreckend war, dass ich es nicht verarbeiten konnte. Wir gingen ins Badehaus und dort ging alles sehr schnell. Auch hier macht die SS Fotos. Ob sie von Bernhard Walter stammen, ist ungewiss, aber möglich. Die Eingangstür führt direkt in einen großen Raum. Hier müssen sich die Frauen komplett ausziehen. Wir waren junge Frauen, alle sehr jung und sehr schamhaft. Heutzutage sind die Menschen bei weitem nicht mehr so schamhaft. Es ist kaum zu beschreiben, wie tief die Demütigung für uns war, die wir erleiden mussten. Station in life.
had to endure. Völlig nackt müssen die Frauen einen langen Flur entlang gehen zum Haarschneideraum. In der nächsten Station rasierten Männer uns alle Körperhaare ab, auch die Schamhaare, alles. Wir junge Frauen hatten zu Hause behütet gelebt und dann tut man uns das an? Mir auch. Ich war erst 13. Ich weiß nicht mehr, ob ich an etwas dachte. Es passierten Dinge, die außerhalb meiner Vorstellung lagen. Und dann gingen wir in die Dusche. Diese ist echt. Davon existiert nur ein Foto, das männliche Häftlinge zeigt. Das Einzige, was sie aus ihrem früheren Leben noch bei sich haben, sind ihre Schuhe. Und auch das eher selten. Im nächsten Raum warten die Häftlinge, bis sie trocken sind. Danach bekommen sie ihre Häftlingsbekleidung, die zuvor in großen Behältern desinfiziert wurde. Wir bekamen eine Art Uniform, ein sackartiges graues Kleid. Manche durften ihre Schuhe behalten, andere nicht. Ich glaube, wir durften unsere Schuhe behalten. Alles ging schnell und war irgendwie unwirklich. Wir wurden in Kreaturen verwandelt, wir waren keine Personen mehr. Eine gefühlte Ewigkeit liegt zwischen ihrer Ankunft an der Rampe und jetzt. Doch wie viel Zeit ist wirklich vergangen? Zu dieser Frage hat Stefan Hördler in den Fotos Hinweise gefunden. Allerdings bei einem anderen Transport als dem von Irene Weiß. Als Beispiel hätten wir einmal eine Fotoserie eines Transportes aus Takovo. Und wir haben Fotos von der Ankunft des Transportes auf der neuen Rampe bis hin zu Aufnahmen, die bereits die zur Zwangsarbeit Selektierten in der gestreiften Häftlingskleidung zeigen. Die Gleise liegen genau in Ost-West-Richtung. An den Schatten lässt sich der Sonnenstand und damit die Uhrzeit bestimmen. Bei der Ankunft des noch geschlossenen Zuges rechts war es zwischen 11 und 12 Uhr mittags. Einzelne Menschen aus diesem Zug, wie der Apotheker Stefan Ballajar, sind auf späteren Fotos in Häftlingsbekleidung zu sehen. Auch hier lässt sich anhand von Ort und Schatten die Uhrzeit bestimmen. Nach dem Sonnenstand zu urteilen, sind die Aufnahmen etwa 17 Uhr aufgenommen, sodass wir den gesamten Ablauf von Ankunft des Transportes bis hin zur Ermordung oder Einkleidung mit wenigen Stunden ansetzen können. Mit 4 bis 5 Stunden etwa in der, wie es die SS sagte, Abfertigung eines Transports. 4 bis 5 Stunden. Die Selektion auf diesem Foto, das am 26. Mai 1944 entstand, findet den Schatten nach am frühen Morgen gegen 8 Uhr statt. Zwischen 12 und 1 Uhr mittags dürfte dieser Transport also, in der Sprache der Täter, abgefertigt gewesen sein. Wie viele der Menschen, die hier zu sehen sind, schickte die SS in diesen Stunden in den Tod? Die Mordrate war extrem hoch und viele SS-Männer und auch ehemalige SS-Männer, die nach dem Krieg verhört worden sind und angeklagt worden sind, haben immer wieder bestätigt, dass es eine Mordrate von etwa 75-80% gegeben habe. Der Großteil der Ankommenden geht direkt in die Gaskammer. Unter ihnen sind am 26. Mai 1944 die jüngere Schwester von Irene Weiß. Ihre Mutter, die kleinen Brüder. Sie erfährt es noch am selben Tag von Häftlingen, die schon länger da sind. It was like
I never cried. Ich habe nie geweint. Ich konnte nicht weinen. Man bewegt sich, man sieht es und kann es doch nicht begreifen. Wie kann das wahr sein? Gegen Mittag sind die Menschen, die morgens an der Rampe ankamen, in den Gaskammern, Öfen und Baracken von Auschwitz-Birkenau verschwunden. Für den SS-Fotografen Bernhard Walter die Gelegenheit für eine Pause. Dafür bietet sich die Blockführerstube an, die direkt an der Rampe steht. Walter kennt Josef Erber, der die Züge in Empfang nimmt. Eine Karikatur aus seinem Auschwitzer Freundeskreis tituliert Erber ironisch als erster Mann im Empfangskomitee. Was denken die SS-Männer über die Mordfabrik Auschwitz? Sind sie aus Überzeugung hier oder weil sie müssen? Und es gibt auch wenn der Anteil so gering ist, Menschen, ob SS-Männer oder Aufseherinnen, die diesem Dienst in so einem Gewaltraum, in so einer Mordstätte nicht gewachsen sind und darum bitten, versetzt zu werden. Solche Menschen sind natürlich problemlos auch aus diesen Räumen versetzt worden. Und sie hatten keinen Nachteil an Karriere, sie wurden nicht degradiert, all das ist nicht passiert. Natürlich haben sich diese Menschen, wenn sie als Männer in die Feldeinheiten der Waffen-SS an die Front versetzen ließen, eine geringere Überlebenschance als Wachmann im Konzentrationslager. Und das mag eventuell auch eine Rolle gespielt haben, dass viele Wachmänner sich entschieden haben, sich nicht für den Fronteinsatz zu melden. Für das Bleiben spricht gerade jetzt viel, wo sich die militärische Lage spürbar verdüstert. Seit die Alliierten Süditalien erobert haben, ist Auschwitz im Bereich alliierter Flugzeuge. Ende Mai 1944 macht ein Aufklärer Fotos des Todeslagers samt Umgebung. Deutlich sieht man die Rampe mit der Blockführerstube. Die Lagerstraße, durch die Irenes Familie in den Tod ging. Das kleine Wäldchen und die Krematorien Nummer 4 und 5, wo sie ermordet wurden. Die Zentralsauna, in der Irene Weiß kahl geschoren wurde und ihre Häftlingsuniform bekam. Kann man aus dieser Hölle fliehen? Versucht wird es. Das Foto zeigt eine unscheinbare Kiesgrube außerhalb des Lagers. Hier werden in den Mittagsstunden des 27. Mai 1944 die letzten Vorbereitungen für eine Flucht getroffen. Der polnische Jude Czesław Mordowicz arbeitet seit Wochen auf diesen Moment hin. Er will verschwinden, während im Lager die Juden aus Ungarn ermordet werden. Ein verzweifelter Plan. Er weiß, was ihm droht, wenn die Flucht misslingt. Ich war Zeuge, was mit denen geschah, die man auf der Flucht erwischt und zurückgebracht hatte. Sie wurden entweder öffentlich gehängt, oder man setzte die Erschossenen auf einen Stuhl am Eingangstor. Mit Schaufeln, die ihre Köpfe hochhielten, und einem Schild: Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ja, jestem znowuż tu. Ale zabit. So erwarteten die Getöteten die zurückkehrenden Arbeitskolonnen als eine Warnung, dass dieses Schicksal jedem blüht, der zu fliehen versucht. Aber das schreckte mich nicht ab. I to mnie nie odstraszyło. Ironie des Schicksals. Die Gelegenheit zur Flucht erhält Mordowicz durch eine Strafe. Einen Monat zuvor war er noch Schreiber in Block 18, ein sogenannter Funktionshäftling, der Vorteile genießt, zum Beispiel besseres Essen. Als Blockschreiber hält er fest, wer genau im Block lebt
wer kommt und wer geht. Nur so kann die SS den Überblick bewahren. Insgesamt 36.000 Häftlinge sind im April 1944 in Auschwitz-Birkenau. Als zwei von ihnen die Flucht gelingt, greift die SS hart durch. Przy apelu wieczornym zapadł wyrok. Beim Abendappell wurde ein Befehl des Lagerführers Schwarzhuber verlesen, dass alle jüdischen Blockschreiber ihres Amtes enthoben würden und sie am nächsten Tag zur harten Arbeit in einem Trupp außerhalb des Lagers eingeteilt würden. Diese hießen auf Deutsch Außenkommando. Auf die jüdischen Blockschreiber wartet noch eine weitere Strafe. Der Prügelbock. Ich musste unten meine Füße reinstellen, wo sie eingeschlossen wurden, sodass ich mich nicht bewegen konnte. Mit dem Oberkörper musste ich mich über die schmale Tischplatte des Prügelbocks legen und die Hosen herunterlassen. Dann schlugen zwei SS-Männer mit der Peitsche von zwei Seiten mit voller Kraft auf meinen Hintern. Erst als überall das Blut spritzte und ich das Bewusstsein verlor, hörten sie auf. Ich kam erst wieder zu mir, als sie Wasser über mich gossen. Er ist verletzt und zu einem Strafkommando eingeteilt. In Auschwitz heißt das, seine Chance zu überleben ist gleich null. Doch dann geschieht ein Wunder. Ein einflussreicher Funktionshäftling hilft ihm. Unterwegs sprach er ein paar Worte zu mir. Er sagte, mach dir keine Sorgen. Morgen kommst du in mein Arbeitskommando. Ich werde mich darum kümmern, gemeinsam mit Danisch. Das war der Lagerälteste. Du brauchst dich nicht kümmern, musst niemanden fragen, denn eines kann ich dir schwören. Er legte seine Hand auf sein Herz. Ich, Adam Rosicki, schwöre dir, dass du bei mir nicht hart arbeiten musst und es dir an nichts fehlen wird. Adam Rosicki ist Kapo, ein wichtiger Mann in der Häftlingshierarchie. Die Kapos kommandieren die Arbeitskommandos. Ihr Spielraum ist groß. Mitunter entscheiden sie über Leben und Tod, wie Skizzen eines Häftlings zeigen, der heimlich im Lager zeichnete. Für die einen sind sie Helfer, für die anderen Peiniger. Wir haben alle Facetten und es lässt sich gar nichts quasi über einen Kamm scheren. Wir haben Funktionshäftlinge, die nach 1945 angeklagt, verurteilt werden, auch zum Tode verurteilt werden, hingerichtet werden, weil sie sich an Verbrechen beteiligt haben, weil sie andere KZ-Häftlinge auch umgebracht haben. Und wir haben Funktionshäftlinge, die das ganze Gegenteil gemacht haben. Adam Rosicki hält Wort. Mordovic kommt in sein Kommando und lernt eine andere Seite von Birkenau kennen. Das Lager ist nicht nur eine Todesfabrik, es ist auch ein Sklavenmarkt. Viele werden von hier als Zwangsarbeiter an die deutsche Kriegsindustrie verkauft. Nur wenige Kilometer entfernt, in Monowitz, hat die IG Farben ein riesiges Werk für synthetischen Treibstoff gebaut, das in Teilen noch heute steht. Zehntausende Häftlinge arbeiten hier, die in einem eigenen Lager untergebracht sind. Auschwitz-Monowitz oder Auschwitz III. Daneben gibt es noch zahlreiche kleine und größere Außenlager bei anderen Betrieben. Doch auch in Birkenau wird gearbeitet. Die Häftlinge müssen Entwässerungsgräben ziehen, Gewächshäuser errichten. Sie bauen sogar Ställe für die Pferdezucht.
Himmler und Höss träumen von einem landwirtschaftlichen Mustergut in Auschwitz. Wer baut, braucht Kies und Sand. Und beides liefert das Außenkommando, zu dem Mordowitz kommt. Für ihn Glück im Unglück, denn er wittert eine Chance zur Flucht. Mit Hilfe von Komplizen baut er sich in der Grube ein Versteck. Einen kleinen Erdbunker, gerade groß genug für zwei liegende Männer, wie seine eigenhändige Skizze zeigt. Der Bunker wurde an der Seite mit einer speziell konstruierten hölzernen Tür geschlossen, die mit Gras getarnt war. Durch sie lief ein kleines Rohr, das uns mit Luft versorgte. Als alles fertig war, stiegen wir tatsächlich in den Bunker ein. Am 27. Mai 1944, kurz nach Mittag, legen sich Mordowitz und sein Mitflüchtling Arnos Trosin in den winzigen Bunker. Komplizen verschließen den getarnten Eingang und schütten Terpentin über das Versteck. Dadurch sollen die Suchhunde der SS die Versteckten nicht riechen können. 3 Tage wollen sie im Versteck bleiben, um das Sicherheitssystem der SS auszutricksen. Die Kiesgrube liegt zwar außerhalb des Lagers mit seinem elektrisch geladenen Zaun, doch es gibt noch eine weitere, äußere Postenkette ohne Zaun. Sie ist nur tagsüber bewacht, es sei denn, Häftlinge flüchten. In diesem Fall bleibt sie 3 Tage lang auch nachts besetzt, während SS-Kommandos mit Spürhunden die Gegend durchsuchen. Es kam der Augenblick, als wir über uns das Kratzen von Hundepfoten hörten. Und zwar, als wäre das Kratzen im Innern unserer Köpfe. Das sind Gefühle, die man nicht beschreiben kann, die einfach nicht zu definieren sind. Während Mordowitz um sein Leben fürchtet, geht im Lager trotz Alarm die Routine weiter. Die SS ordnet die Ausbeute des Vormittags. Auch dies wird von Bernhard Walter dokumentiert. Das meiste fällt dort an, wo die Menschen ankamen, an der Rampe. Von hier werden ihre Habseligkeiten mit Lastwagen weggeschafft. Die Beutehaufen sind am Ende so riesig, dass sie noch aus großer Höhe zu sehen sind. Auf dem Aufklärungsbild der Alliierten vom Mai 1944 ist der Ort gut erkennbar, an dem das Raubgut gesammelt wird. Ein Barackenlager, direkt neben dem Krematorium Nummer 5. So nah, dass der Rauch der Leichengruben auf dem Foto der Schuhberge deutlich zu sehen ist. Zu den weiblichen Häftlingen, die das Raubgut ordnen müssen, gehört bald auch Irene Weiß. Sie luden das Zeug zwischen den Baracken ab, je nach Sorte. Sie waren schon etwas vorsortiert. Es gab Haufen mit Schuhen, mit Brillen, Zahnbürsten, Kochgeschirr, Bücher und was die Menschen sonst noch mitbrachten. Und all das türmte sich auf. Die SS nennt den Ort Effektenlager. Im Häftlingsjargon heißt er Kanada. Denn das Land Kanada gilt als Synonym für Überfluss und Reichtum.
Wir tausend Frauen kamen nie hinterher, nie zum Ende. Wir konnten diese Berge nie kleiner machen, denn jeden Tag kam mehr und mehr. Das Raubgut wird nach Deutschland geschickt und dort verwertet. Ein Plus macht die SS mit Auschwitz nie. Das Morden kostet mehr, als der Raub bringt. Und doch gehört beides zusammen. Es wird alles geraubt. Es ist der Ehering. Es ist die Krawattennagel. Es ist die Brille. Es sind persönliche Gegenstände, an denen Erinnerungen von Menschen hängen. Es sind Fotoalben mit den letzten bildlichen Überlieferungen. Und mit dem Raub verschwinden ja auch die Identitäten der Deportierten. Das ist das, was viel zentraler ist, was ich viel zentraler finde, auch als Historiker, dass der Raub einer Identität auch die Erinnerung an ganze Menschengruppen auslöscht, als wenn es diese Menschen gar nicht gegeben hat. Gegen 17.30 Uhr ist die übliche Arbeitszeit für SS-Männer wie Bernhard Walter beendet. Wahrscheinlich fährt er zurück ins Stammlager, in seine Arbeitsräume in Block 26, dem Erkennungsdienst. Hier werden die Fotos vom sogenannten Ungarn-Programm entwickelt. Sie sind für ein Album bestimmt, mit dem der Leiter der Aktion, Rudolf Höss, seinen Vorgesetzten zeigen will, wie gut er diese Aufgabe meistert. Dementsprechend wählt Walter die Fotos und ihre Beschriftung aus. Die Ausführung übernehmen Häftlinge. 56 Seiten mit fast 200 Fotos hat das Album am Ende. Walter benutzt die übliche Tarnsprache der Täter. Statt Vernichtung heißt es im Album Umsiedlung der Juden aus Ungarn. An den Anfang des Albums stellt er Fotos von Menschen, die dem NS-Klischee eines Juden entsprechen und so den Rassismus seiner Vorgesetzten bestätigen. Die Fotos von der Selektion auf der Rampe sollen Ruhe und Ordnung zeigen. Höss und seine Männer haben alles perfekt im Griff. Dazu dienen auch die Aufnahmen von Müttern mit Kindern und alten Menschen, die kurz vor der Ermordung stehen. Auch wenn die Fotos den qualvollen Tod in der Gaskammer nicht zeigen, belegen die Aufnahmen ein beispielloses Menschheitsverbrechen. Ganz entgegen der Absicht der Täter. Sie lassen 15 Exemplare des Albums anfertigen. Das berichtet später ein Häftling, der daran mitarbeiten musste. Mit Sicherheit hat Reichsführer SS Heinrich Himmler eines von ihnen bekommen. Auch anderen SS-Größen dürfte es Höss voller Stolz geschickt haben. Doch nur eines dieser 15 Exemplare ist erhalten. Es liegt heute in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem. Historiker glauben zu wissen, wem es gehörte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die Kopie von Bernhard Walter, also eine private Kopie, die er, der als die Person, die die Fotos mit als Hauptakteur angefertigt hat, für sich behalten hat. Es sprechen verschiedene Punkte dafür. Zum einen ist es ein Album, was bereits als Album genutzt worden war, geleert worden ist und wieder beklebt worden ist, mit qualitativen Abstrichen. Es wäre keine Kopie, die man Heinrich Himmler gegeben hätte. Dazu war die Gestaltung also viel zu schlecht. Um 18 Uhr endet der 12-stündige Arbeitstag der Häftlinge in Auschwitz-Birkenau. Nach dem Abendappell, bei dem die Häftlinge durchgezählt werden, muss jeder in seine Baracke. Diese darf nachts nicht verlassen werden. Für SS-Männer wie Bernhard Walter gibt es nach Dienstschluss verschiedene Möglichkeiten. Er kann nach Hause gehen, zu Frau und Kind, in seine Wohnung, die nur 500 Meter vom Stammlager entfernt liegt. Doch er muss dort nicht bleiben. Der Standort Auschwitz bietet so manches.
Bernhard Walter hat Kollegen und Kolleginnen, mit denen er sich auch privat trifft. Ein besonderer Anlass ist der Geburtstag seines Untergebenen, Ernst Hofmann, dem zweiten Fotografen in Auschwitz. Von ihm gibt es ein Foto, das vielleicht von Walter gemacht wurde. Denn er selber ist darauf nicht zu sehen, aber anwesend. Das verrät ein Geschenk für das Geburtstagskind Ernst Hofmann. Ein Karikaturenbuch, in dem die Gäste vorgestellt werden. Josef Erber ist dabei, der an der Rampe die Züge empfängt. Der Don Juan und Schnapsmixer wird später zu lebenslanger Haft verurteilt. Oder Vera Navrath, die Schönheitskönigin, liebt Fotografen und so. Eine Anspielung auf ihr Techtelmechtel mit Ernst Hofmann. Und schließlich Bernhard Walter, der Grimassenschneider und gute Gesellschafter. Dass er nicht trinkt und raucht, ist ironisch gemeint. Massenmord und Geburtstagskränzchen. Und es mutet schon etwas unwirklich an, wenn die Menschen fotografiert werden, wie sie feiern, lachen, als wenn sie in Friedenszeiten quasi ein vollkommen sorgloses Leben führen würden. In einer Zeit, in der Menschen systematisch getötet werden auf der einen Seite, aber auch die deutschen Truppen an allen Fronten so im Rückzug sind, dass doch gerade Ende 1944 klar ist, dass die Niederlage relativ kurz bevorsteht. Beim Verdrängen der Realität hilft Bernhard Walter gerne mit. Vielleicht muss er die Freunde an diesem Abend deswegen früher verlassen. Er hat in Auschwitz noch einen Nebenverdienst. ...1942 hat der SS-Hauptscharführer bei der Landesbildstelle in Berlin die Filmvorführerprüfung abgelegt. Zweimal wöchentlich macht er seither Kino für die SS-Angehörigen in Auschwitz. Eine willkommene Abwechslung. Die große Liebe ist der größte Kinoerfolg des Dritten Reiches. In der Hauptrolle spielt Zara Leander eine Sängerin, die einen Fliegerleutnant liebt. Den Hit »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen« hören angeblich auch Häftlinge gerne, da er Hoffnung weckt auf eine Zeit nach den Nazis. In seinem unterirdischen Versteck in der Kiesgrube von Birkenau geht Mordowitsch und seinem Mitflüchtling allmählich die Luft aus. Wir wurden ungeduldig. Wir begannen uns zu bewegen oder versuchten es wenigstens. Das geschah ziemlich früh, denn unsere Körper schwollen durch den Luftmangel an. Als ich meinen Kopf in einem bestimmten Moment berührte, war er so geschwollen, dass ich das Gefühl hatte, mein Finger berührt weiche Butter und nicht meine Stirn. Und es war noch so lang bis zum Ende. 3 Tage wollten sie in ihrem Versteck bleiben, doch sie halten es nicht mehr aus. Sie beginnen mit den Händen zu graben, um Luft reinzulassen, und schaffen es nicht. Als sie schon aufgeben wollen, gelingt es dann doch. Es kam der Moment, ich weiß es noch ganz genau, als es mir irgendwie gelang, einen Finger nach außen zu bohren. Mir war, als hätte ich meinen Finger in heißen Stahl gebohrt. Heiß, nicht kalt. So war mein Eindruck, als mein Finger die frische Luft berührte.
zetknął się mój palec w powietrze. Mühselig befreien sie sich aus dem Erdbunker und schleichen auf die äußere Postenkette zu. Als wir näher kamen, nur noch 100, 150 Meter entfernt von den Wachtürmen waren, schlossen wir unsere Augen, bissen unsere Zähne zusammen, stellten unsere Ohren taub und krabbelten vorwärts. Jede Sekunde erwarteten wir den Strahl eines Suchscheinwerfers oder das Feuer eines Maschinengewehrs. Sie haben Glück. Sie kommen unentdeckt durch. Doch die Orientierung im Dunkeln ist schwer. Die Toten weisen ihnen schließlich den Weg. Am Horizont zu unserer Linken konnten wir nur die Flammen sehen, die aus den Schornsteinen der Krematorien emporloderten. Das war für uns ein Zeichen und eine Orientierung, in welche Richtung und wie weit wir gehen mussten, um diese Fackeln hinter uns zu lassen. Die Todesfabrik ruht auch in der Nacht nicht. Im Gegenteil. Die SS mordet bevorzugt im Schutze der Dunkelheit. Davon gibt es keine Fotos. Doch es gibt Augenzeugen. Nicht alle Häftlinge sind in den Baracken. In der Nacht schaut alles anders aus. Die Schornsteine mit dem Feuer waren sichtbar und unheimlich. Irene Weiß muss auch nachts im Effektenlager Raubgut sortieren. Von dort sieht sie die Ankommenden zu den Krematorien laufen. Diese Kolonnen aus Frauen, Kindern und Alten marschierten direkt ins Feuer. Das ist, was sie sahen. Sie marschierten direkt ins Feuer. Und sie schrien und weinten und beteten. Es waren unglaubliche, schauerliche Schreie. Wir waren dort draußen. Ich war dort und machte so. Es war unglaublich, so etwas zu hören. Es dauerte eine halbe Stunde, dann war Ruhe. Und die Feuer brannten und stießen Flammen und Rauch aus. Und der nächste Zug pfiff schon auf den Gleisen. Und der nächste, die ganze Nacht lang. Erst über ein halbes Jahr später, am 27. Januar 1945, befreien Sowjetsoldaten das Lager. Kampflos. Sie finden grauenvolle Beweise des Verbrechens, die die Täter vor ihrer Flucht nicht beseitigen konnten. Und sie stoßen auf lebende Zeugen. 6000 entkräftete Häftlinge. Sie waren zu schwach für die Gewaltmärsche, mit denen die SS die übrigen Lagerinsassen bei der Flucht vor sich hertreibt. Die meisten Auschwitz-Überlebenden werden erst Monate später in anderen KZs befreit. Vor ihrer Flucht hat die SS noch alle Krematorien samt Gaskammern gesprengt. Mit den letzten SS-Männern verlässt auch der Fotograf Bernhard Walter im Januar 1945 Auschwitz. Nach über 4 Jahren Dienst an diesem Ort. Er kommt mit der Lagerleitung und vielen Auschwitz-Häftlingen in den Harz,
ins KZ Mittelbau-Dora. Hier bauen Zwangsarbeiter unter Tage V2-Raketen zusammen. Im April 1945 muss die SS auch dieses Lager fluchtartig räumen. Dabei passiert Walter offenbar ein Missgeschick. Er lässt sein Album mit den Auschwitz-Fotos liegen. Es ist stark davon auszugehen, dass Bernhard Walter seine private Kopie in Dora, aus Gründen, die wir nicht kennen, zurückgelassen hat. Eine Vermutung ist, Nordhausen, die Stadt, neben dem Konzentrationslager, wurde Anfang April 1945 schwer bombardiert. Die SS ist zum überwiegenden Teil dann auch abgezogen, dass einfach in überhasteten Flucht das Album auch zurückgelassen worden ist. Es wäre eine Quelle, die ansonsten vernichtet worden wäre. Zu diesem Zeitpunkt wissen die Alliierten über die Gräueltaten in Auschwitz längst Bescheid. Schon im Sommer 1944 erhalten sie Augenzeugenberichte von entflohenen Häftlingen. Einer dieser Zeugen ist Czesław Mordowicz, der ehemalige Schreiber von Block 18 in Birkenau. Doch der Mann, der bei seiner Flucht so viel Glück hatte, steht bei Kriegsende vor dem Nichts. In mein Heimatland, meine Heimatstadt zurückzukehren, gab es keinen Grund. Denn ich wusste genau, dass meine gesamte Familie tot war. Es war sehr schwer, in das sogenannte normale Leben zurückzukehren. Es war so schwer, weil ich mich völlig zerbrochen fühlte, körperlich und geistig. Mordowicz lebt nach dem Krieg erst 20 Jahre in der Tschechoslowakei, dann noch einmal genauso lange in Israel. Seinen Lebensabend verbringt er bei seiner Tochter in Kanada, wo er 2001 stirbt. So wie er kehren die meisten Auschwitz-Überlebenden nicht in ihre Heimat zurück. Auch Dario Gabay zieht es in die neue Welt, nach Kalifornien. Der einstige Häftling des Sonderkommandos spielt als Statist in Kriegsfilmen mit. Doch sein Geld verdient er im Textilgroßhandel. Der über 90-Jährige lebt noch heute in Kalifornien. Mir ging erst durch den Kopf, ich wurde nicht getötet. Wie nur habe ich überlebt? Dann musste ich aufhören, darüber nachzudenken und weitermachen. Ich wollte weit weg von den Lagern sein. Ich wollte wieder ein freier Mann sein. Ich wollte nicht einmal heiraten, aber dann ist es doch passiert. Ich hatte ein sehr schönes Leben danach. Von der achtköpfigen Familie Vogel überleben Auschwitz nur Irene und ihre ältere Schwester Serena. 1947 wandern sie zusammen in die USA aus. Irene heiratet, wird Lehrerin und bekommt drei Kinder. Heute lebt sie in der Nähe der Hauptstadt Washington, wo sie im Holocaust-Museum über ihre Erlebnisse in Auschwitz berichtet. Vor allem über den Tag im Mai 1944, als sie auf der Rampe von Auschwitz den Großteil ihrer Familie verlor. Diese Erfahrung hat sie tief geprägt. Die Leute wollen, dass ich meine Erlebnisse aufschreibe, aber das möchte ich nicht. Meine Worte wären sehr, sehr dunkel. Ich könnte der menschlichen Rasse keinen Respekt zollen. Und doch, ich muss das einschränken, gehe ich nicht umher und hasse jeden, den ich treffe. Ich habe Freunde und Vertrauen im Allgemeinen. Aber die Menschheit als Ganzes, nein. Sie ist ein Tier, ein grausames Tier. A cruel animal. Bernhard Walter, der SS-Fotograf von Auschwitz, kommt nach dem Krieg in britische Gefangenschaft.
Im Mai 1947 wird er an Polen ausgeliefert und in Krakau vor Gericht gestellt, wie andere SS-Männer aus Auschwitz. Unter den Mitangeklagten in einem separaten Prozess ist sein ehemaliger Chef, der Auftraggeber des Fotoalbums, Rudolf Höss, der zum Tode verurteilt und gehängt wird. Walter erhält 3 Jahre Gefängnis und kehrt 1950 in seine Heimatstadt Fürth zurück. Hier kann er seine Kenntnisse aus Auschwitz wieder nutzen. Er arbeitet als Filmvorführer in mehreren Kinos der Stadt. 1964 wird er als Zeuge zu den Frankfurter Auschwitz-Prozessen geladen. Er leugnet so gut wie alles, obwohl er selbst nicht angeklagt ist. Er habe vom Massenmord nichts mitbekommen und wolle das alles endlich hinter sich lassen. Ich bin in Auschwitz gewesen. Ich bin in Auschwitz bzw. in Krakau vor einem Volkstribunal gestanden. Ich hatte gedacht, ich hatte meine Strafe hinter mir. Und jetzt kommt er nach 19 Jahren, beziehungsweise sage ich jeder schon seit 59, wenn man immer wieder daran erinnert, an dieses Auschwitz. Seine Fotos dienen als Beweisstücke im Prozess. Deshalb wird er vom Richter befragt. Und hier, das sind Eisenbahnwaren dabei. Die habe ich gemacht, das ist gleich am Anfang gewesen. Die haben Sie selbst aufgenommen? Die habe ich auch selbst aufgenommen. Doch eine Mitschuld empfindet er nicht. Sie haben eben gerade gesagt, dieses Bild hätten Sie zu Anfang selbst aufgenommen. Ich selbst habe keine Menschen umgebracht. Ich hatte eigentlich ein ruhiges Gewissen, aber immerhin die Depression und dann die Bloßstellung in der Öffentlichkeit, dass man dort war, dass man auch zu dieser Gatte gehörte, das hat gewissen seelischen Druck auf mich ausgeübt. Ein schlechtes Gewissen kommt da nicht raus. Es sind oft Worte wie, Sie wollen nicht mit den Fragen belästigt werden, Sie sind froh, dass Sie nicht mehr daran denken müssen und die Fragen würden jetzt wieder Erinnerungen aufwühlen, bei denen Sie ja eigentlich froh waren, dass Sie jetzt nicht mehr präsent sind. Aber etwas wie ein offenes Bekenntnis zur Reue haben wenige nach 1945 geliefert. Die Mehrheit ist fast oder scheinbar nahtlos zurückgekehrt und hat relativ problemlos, wenn sie nicht juristisch verfolgt worden sind, sich wieder